Hey Leute, was geht ab? Hier ist wieder Bolas mit einem neuen Video für euch, Leute. Ja, wir reagieren heute auf Valve HD, auf Standard Bob und vielleicht noch auf Standard Skill, Leute. Wenn ihr schon mal nichts mehr verpassen wollt, Leute, dann gerne den Abo-Button und die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Gerne noch einen Daumen nach oben da lassen, Leute, würde mich freuen. Und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange, Leute. Wir gehen auch direkt rein. Und let's go. Leute, was geht ab, euer am Start und herzlich willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal. Leute, ihr seht schon, heute gibt es was ganz Besonderes. Kein Video oben vorm Schreibtisch, sondern wir testen heute im Militäressen zusammen mit meinem Dad, was geht. Hi. Boah, was anständig zu essen, Lukas. Ja, ja. Auf jeden Fall, Leute, ich habe das Ganze auf YouTube schon mal gesehen, wie das ein paar andere gemacht haben. Ich habe ja heute noch eine zweite Kameraperspektive am Start. Kurze Face-Aufnahme. Ganz genau, da muss ich mich schon wieder übergeben. Leute, ihr seht schon, ich habe wirklich Essen. Ihr seht es sogar hier oben. Department of Defense, United States of America. Das ist originales Militäressen, Leute. Und das habe ich mir bestellt für, ich glaube, 130 Euro oder so. Das ist so teuer gewesen. Ja, ich wollte was Besonderes für das Video haben. Deswegen, ihr seht schon, wir haben zwei Menüs. Einmal Menü 11. Vegetable Crumbles with Pasta in Taco-Style-Sauce. Klingt schon mal eigentlich ganz geil. Und wir haben Beef Stew, Ragu de Boeuf. Dann haben wir hier noch ganz viel anderes Zeug. Wir haben hier teilweise Currywurst, Leute. Die ist haltbar bis 2031. Ey, da wärst du schon knapp 90. Verdammte Scheiße. Aber ich muss sagen, wir labern nicht lang drum rum, Leute. Wir probieren heute einfach mal alles durch. Du bist schon richtig gehypt, du hast übel Hunger, oder? Digga, erstmal Vater sagen, wir fangen mit was ganz Lockerem an. No way. Wir gönnen uns jetzt einfach mal hier schön, ihr seht's, Leute, Schokolade. Und ich kann jetzt schon sagen, die schmeckt 100% nach so einer richtigen Kellerschokolade. So, die hat 20 Jahre schon irgendwo rumgelegen. Warte. Safe 2024. Also ihr seht schon mal, wie sie aussieht, Leute. Boah, ich bin echt gespannt. Denkst du, sie schmeckt? Eine Schokolade. Ja, was soll daran nicht schmecken? Weiß ich nicht, okay. Meinst du, beim Militär essen die andere Schokolade oder was? Let's go. Ich mach grad Diät. Das ist eigentlich Haram jetzt. Vielleicht Mann. Ich mach immer Diät. Ist doch gut. Ja. Ja, ess ruhig auf. Bleib von meiner Schokolade. Pause. Okay, Leute, die zwei großen Menüs muss man jetzt richtig vorbereiten. Warm und alles drum dran. Das macht jetzt meine Freundin. Grüße gerne an der Stelle raus. Und ich würde sagen, wir machen weiter hiermit. Ich habe keine Ahnung, was es ist, Leute. Ihr seht schon. Das war wirklich ein Paket aus Israel. Ich dachte mir noch, was ist das denn? Aber. First Aid. Leute, ich habe einfach auf Amazon alles Mögliche bestellt, was ich gefunden habe. Oh shit, das ist Käse. Dressing. Es ist ein Dressing. Da ist nur eine Wunde drauf. Da steht Dressing. Phones Dressing. Ja, mach mal auf. Okay, du kannst halt ja gerne essen, Lukas. Das ist vielleicht ein Hohlkörper, ey. Was ist das? Weiß ich doch nicht. Das ist verbannt. Hä? Dafür zahle ich 30 Euro oder 40 Euro? Ich darf es mehr essen. Das Leben ist YouTube-Money. Weil bist du ein Hohlkörper? Bist du blöd, um Essen zu bestellen? Leute, ich habe das importieren lassen. Es hat 3 Wochen gedauert, bis das ankam. Ich habe darauf gewartet, das hätten wir das schon früher machen können. Wie kann man so hohl sein? Guten Appetit, Lukas. Danke. Leute, ich würde sagen, ist gerade nicht passiert. Wir machen einfach direkt weiter mit dem nächsten. Ich habe jetzt gerade Durst nach der Schokolade. Deswegen erstmal, ich finde das so krass beim. The A40 TR headset straight out of the box. It comes fine-tuned for gaming. It uses Astro Audio V. Digga, Leute, danke, Grüße raus an einfach die Abfahrt, Bro. Ja, Leute, die haben Trinkwasser, also ganz normal das Wasser abgepackt in so Plastiktüten. Das ist mindestens haltbar bis 2026. No way. Drinking Water. Aqua potabile. Okay, Leute, komm. Ja, Vorsicht, du musst es in den Mund machen. Ich wollte ja nur mal gucken, ob noch wirklich Wasser ist. Ich weiß nicht, was du wieder mit Scheiße bestellst. Nee, da würde ich dich nicht sprengen. Warte, ich will es auch probieren. Warte. Ja, Prost. Prost. Wasser. Ja, aber Props. Schmeckt nach Wasser, ne? Nee, aber ich dachte, es schmeckt nach Tütenwasser. Weißt du, ich meine? Also so nach... Kennt das nicht? Oder Leute, kennt ihr das, wenn Wasser so ein bisschen nach Plastik schmeckt? Wasser aus der Glasflasche ist ja auch leckerer. Ich dachte, das wäre jetzt so einen krassen Eigengeschmack. Ja. Und fällt jemand auf? Was? Und Kohlsäure. Wir haben wieder richtig geilen Joke rausgehauen heute. Cool. Hm? Oh nein. Hey, ey, ruhig, ich hab mein Handy in der Hand. Was ist denn hier passiert, Lukas? Ja, oh. Sind wir noch bei dir? Nee. Sind wir noch nicht am Müll? Gib her. Warte, ich spring weg. Gut, Leute, nach einem kleinen Malheur sind wir dann wieder da. Ich würde sagen, wir machen direkt weiter mit dem nächsten. Und hier, da habe ich doch Bock drauf.
Cevapcici, warte. Hackfleischröllchen mit Gemüse und Reis. Zubereitung, geschlossene Schale, 20 Minuten. Yo, und ab in die Mikrowelle, das geht schnell. Aber egal, Leute, wir machen mit dem nächsten Produkt weiter. Und zwar mit, was ist das? Hartkekse. Hartkekse. Panzerplatten. Panzerplatten? Warum Panzerplatten? Hört sich gut an. Wir machen nur eins auf, ich probiere bei dir mit. Boah, Leute, schreibt in die Kommentare, das sieht aus wie, wie heißt die nochmal? Tuck? Tuck. Tuck. Boah, die ist echt hart. Mhm, das schmeckt echt gut. Ja. Guck mal gerade, Leute. Die sind bis 2023 haltbar. Aber doch, ist gut. Ich würde sagen, ess mal nicht auf. Wir können jetzt die anderen Sachen benutzen zum Dippen. Weil jetzt wird's wild. Als nächstes, Leute, holen wir uns die Currywurst. Die wird auch warm gemacht. Die wird nicht warm gemacht. Willst du holen, nur weil die in der Dose ist, muss sie nicht warm gemacht werden. Natürlich wird die warm gemacht. Dosen inhalten, einen Topf geben und bei schwacher Hitze erwärmen. Ah. Okay, kurze Trinkpause. Irgendwie muss man hier alles warm machen. Okay, komm, Roggenmischbrot. Boah, sogar schon. Gute Scheiben. Vom Geruch her, gut eigentlich, ne? Hm? Voll lecker. Leute, was war das? Leberwurst? Hm? Bah. Guck mal, wenn die jetzt schon so aussieht, wie lange steht die schon? Ich kaufe jetzt einen neuen Teppich und wehe, ich darf den nicht absetzen, Finanzamt. Das muss sein. Ich will's nicht essen, Bar! Was ist da oben drauf? Ist das Fett? Die Reste. Was ist das da oben drauf? Weiß ich noch nicht, Lukas. Ich habe nicht hergestellt. Oh, ich mal. Komm, rein damit. Nee! Rein damit. Du isst zuerst. Du, nein, 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 wir beide Papa, essen. Okay. Eins, zwei, drei. Hey, ihr könnt es. Jetzt ess, komm. Du auch. Ja, okay. Du isst zuerst, ess zuerst. The A40 TR headset, straight out of the box. It comes fine-tuned for gaming. It uses Astro Audio... Digga, der Weib, wenn er seinen Vater immer verarscht, kriegt dann 10. Nimm's bitte, fuck, das Problem ist, wenn die jetzt richtig ekelhaft schmeckt, sagt er das trotzdem, damit ich es esse. Aber du hast noch aufgegessen. Mhm. Gut. Also sie riecht über ekelhaft. Aber sie schmeckt echt gut. Mhm. Kann man essen, Leute. Ein bisschen Butter dabei. Gibt's Butter? Hm? Butter? Ja. Ihr habt keine Butter, das ist Handcreme oder so. Da steht Butter. Ja. Hey, warum war das dabei? Hab ich mitgebracht. Hast du mitgebracht? Hast dich den ganzen Tag vorbereitet, um den Joke zu treffen, oder? Mega geil. Okay, Leute, aber bis jetzt habe ich noch nichts enttäuscht. Außer der Geruch. Ich würde sagen, wir machen weiter mit Jagdwurstcreme. Und aufmachen bitte. Haltbar? Ist sie überhaupt noch haltbar? Ja, 23. Und ich habe hier Hausmacher-Leberwurst. Okay, probieren wir, Leute. Hast du einen dreckigen Vergleich? Ey, mach die nicht über dem Teppich auf. Geht nicht auf. Nix drauf. Sag mal auf, Mr. Muskel. Mr. Bodybuilder. Ja, und zeig her. Ist da nichts drauf. Hast du einen direkten Vergleich zu dem? Das würde auch mit Kekse essen, du Vollpfosten. Warum denn nicht mit Keksen? Ist Kekse falsch, oder? Ja, ist doch keine Leberwurst mit Kekse. Boah, das riecht wie Katzenfutter, ne? Ich lese die mal nochmal nach. Hausmacher-Leberwurst. Schmeckt die besser. Viel besser. Mhm. Ne, kann ich auch nicht empfehlen, Leute. Nicht empfehlenswert. Nächste. Mal ganz bisschen auf diese Ecke. Das ist eine normale Bierwurst. Normale Bierwurst, passt. Danke. Und weg damit. Ne? Ja, schmeckt nicht scheiße, aber ist nicht mein Geschmack. Das ist halt so, wenn deine Mutter kocht. Also ich und meine Mama kochen super, im Gegensatz zu gewissen anderen Personen. Ne? Leute, gleich kommt ja noch ein komplettes Menü. Wir bekommen ja gleich noch Cevapcici und diese zwei dicken Menüs. Also das hier ist jetzt gerade nur Vorspeise, ne? Currywurst. Und Currywurst kriegen wir auch noch, ja. So machen die. Ich kann aber jetzt schon sagen, dass keins davon schmecken wird. Doch, ich sag, die schmecken. Die mache ich aber jetzt auf meinen Tuck. Ja. Ja. Da kann man essen. Ich mal die hier. So, ist gut. Aber auch das Brot ist nicht schlecht, ne? Ne, voll schon besser. So ungefähr. Daumen. Oh. Aber okay, Leute, dann würde ich sagen, labern wir nicht lang drum herum. Jetzt kommen wir zum richtigen ersten Menü. Und welches ist es? Ihr wollt es nicht sagen, ne? Okay. Also auf jeden Fall Erdnussbutter drauf, Apfelmus. Ja. Aber was ist das? Was ist das? Du kannst aber auch in die Wand schmeißen, da bleibt das.
The A40 TR headset is straight out of the box. It comes fine-tuned for gaming. It uses Astro Audio B. Okay, Leute, ich würde sagen, okay, Nüsse kann man schon mal essen, ne? Da wär's gut. Erstmal sind es keine Nüsse, weil die sind so weich wie Wurst. Und zweitens, wie viel Gewürz sollten wir drauf machen? Ja. Probier mal zwei oder drei. Scharf, ne? Aber warte mal. Einer ist schon scharf. Nee. Susa. Egal, ich mach weiter mit dem nächsten hier auf dem Teller. Was ist das denn für ein Menü? Ich raff's gerade nicht. Das ist ein Menü. Erdnussbutter. Ihr seht's, Leute. Ja. So scharf, diese Kacknüsse. Ja. Schmeckt wie ein schlechtes Knäckebrot mit Erdnussbutter. Mhm. Oder? Aber das ist auch nicht schlecht, ne? Ja. Das ist nicht mein Fall, aber wir müssen das am Ende alle aufessen, das weißt du noch. Und Apfelmus, das schmeckt 100%, oder? Da merkt man aber, dass er aus Amerika kommt. Das ist ja todessüß. Du kriegst ja nach einer Gabel Diabetes. Oder? Du? Das ist ein Erdnussriegel. Das ist doch kein Erdnussriegel. Das sind Erdnussstücke, 100%. Bist du Jeck? Ja, warte, wohin? Erdnuss. Schmeckt weihnachtlich. Huh? Mit Zimt. Ja. Alter, voll lecker. Das Ding ist, Leute, ich habe eben in der Instagram-Story gepostet. Alle haben mir geantwortet, das ist voll ekelhaft, kann man nicht essen, schmeckt zum Kotzen. Aber geht übel fit, oder nicht? Was? Du bist halt die Küche deiner Mutter gewohnt. Ich finde es schade, getisst, wie die von uns rausgehauen werden. Aber okay, hol die Gabel runter. So, du hast gerade mies abgeschmatzt. Ja. Dann ess du auf, Leute. Wir machen kurz einen Cut und dann geht's zum nächsten Menü. Let's go. Okay, Leute, weiter geht's mit dem nächsten. Das sieht aus wie, weiß ich nicht, ausgekotzt. Das ist natürlich abgeschieden. Es sieht aus wie Hundefutter. Mhm. Es sieht real tag aus. Leute, gönnt euch. Es ist einfach Hundefutter. Und was ist Cevapcici? Cevapcici ist Hackfleisch. Das sieht aber auch lecker aus, ne? Na dann, rein damit. Nein. Doch, du musst es auch, du musst es essen. Fang mal an. Auch. Papa, ich bin gerade die Kamera am Halten. Das sieht aus wie ein Money auf Klover. Und rein damit. Jetzt rein damit. Meine sind nett. Ja, okay, dann ist es auch nicht meins. Aber der Reis. Okay, komm, Leute. Ich mach jetzt, mach nicht auf Pussy. Das ist jetzt so richtiges Militäressen. Also das essen die Leute wirklich mal Militär in anderen Ländern. Ich weiß nicht, ist, glaube ich, kein deutsches Essen hier alles. Eben das war aus Amerika, habt ihr schon gesehen, aber... Ach, geht aber. Am zweiten Tischen. Ja, der Reis geht übel fit. Ich hoffe, der andere schmeckt auch genauso. Hä, hey, Real Talk? Das ist richtig gut. Ich finde, das Fleisch schmeckt auch schön würzig. Ja, also... Zu wenig Schmerz, finde ich. Nee, ich finde gut, ja. Schmeckt gut, Leute. Hast du den noch nicht gelernt? Was? Entschuldigung. Ja, ein bisschen Salz und Pfeffer wäre das richtig gut. Und zu dem Menü, was wir gerade gegessen haben, gehört das noch. Du fängst aber diesmal an. Du fängst diesmal an. Nee. The A40 TR headset is straight out of the box. It comes fine-tuned for gaming. Oh, Mann, Astro Audio B2. Okay, ich glaube, das war das Menü 1 mit den Rinders, Strapline-Rind. Wahrscheinlich. Na dann. Boah, das stinkt richtig. Oder? Sag doch jetzt, soll ich es essen oder nicht? Schmeckt wie ausgekotzt oder nicht? Schwörst du? Hm? Du isst ja. Okay. Was ist das für ein Sinn? Egal. Das schmeckt gar nicht schlecht. Fehlt halt Gewürz. Ist halt sehr neutral Gewürz. Ist aber voll gut. Hä? Ja, aber es fehlt halt Gewürz. Leute, ich habe auf Real Talk übel Schiss gehabt vor diesem Video. Aber es schmeckt alles richtig gut. Aber dem, das war jetzt ja ein Menü. Mhm. Insgesamt Skala 1 bis 10, was gibst du? Ich würde sagen, dafür das Militäressen ist nur 7. Und jetzt noch ein Salz- und Pfefferstreu hier hinstellen, würdest du mir da für mich auch da. Cool. Das Fleisch ist wunderbar zart. Mhm. Ist es ja auch, also. Falls Frank Rosin das hier sieht und ihr nochmal Testesser braucht, meldet euch gerne. Gut, machen wir weiter. Menü. Ah, weiter geht's. Oha, mit Skittles. Boah, Pancake. Was ist das denn? Grün und. Was denn geschnitt? Nudeln. Die ist da nur mal dran. Mit Bohnen. Ein grünes Getränk. Warte, ich probiere. Das sind Nudeln, ne? Das riecht wie Spülwasser. Ja. Egal. Geht. Das ist so erfrischendes Apfelgetränk. Oh, jetzt bin ich erfrischt. Das ist echt gut. Was sagst du hierzu? Ist das Nudeln? Mhm. Das ist jetzt Menü 2, Leute. Mh, lecker. Finde ich aber auch würzig. Das ist würzig. Find's gut. Du sagst bei Menü 5. 5? Mhm. Ne, 8, weil Skittles dabei sind. Gibt einen Pluspunkt. Ja, das habe ich schon gerade probiert. Gibt nichts Geileres als Skittles, Leute. Kann ich überhaupt nicht. Wie kann man denn keine Skittles kennen? Das hat sowas wie M&M's. Ja gut, da gab es früher in den 1920ern noch nicht. Dann war sauer.
Kannst du alleine essen. Wir essen die jetzt. Ich probiere als erstes mal hier das. Boah, Skittles Sauer kenne ich gar nicht so. Oh, ey, Süßigkeiten. Oh. Schmeckt das? Hier Salz drauf. Was liegt ihr jetzt mal zusammen? Also bei Erdnussbutter. Aber schmeckt besser als das andere Erdnussbutter-Ding, finde ich. Als das da? Ja, machen wir doch mal eine Hand rein. Okay, Leute, weiter geht's mit dem Pancake. Mit Marmelade. Not bad. Übel lecker, oder? Der Kuchen, schön fluffig. Finde ich gut, oder? Warum lacht ihr? Entspannt, Kapi. Hey, ich bin's lecker. Warum lacht ihr? Sag. Ich habe eine scharfe Soße zugemacht. Scharf? Ich will nichts Scharfes. Warum habt ihr da Taco-Soße drauf gemacht? Ah, wollte dir pranken. Ging nach hinten los. Aber jetzt kommen wir zum Highlight. Dieser Milchkaffee, absolutes Highlight. Super. Das war der Beste. Danke, dass wir das jetzt wissen. Wie geil sind diese Skittles? Saure Skittles kennt man ja in Deutschland, aber nicht so. Bah! The A40 TR Headset. Der Vater mag's überhaupt nicht, Alter. Boah. Oh. Geiler Scheiß, ey. So lecker. Ja, guck. Liebe. Nicht? Nee, die Skittles. Abartig sauer. Abartig geil. Aber ich würde sagen, 1 bis 10, was gibt's in dem Menü? Final jetzt. Ich sag auch. Nee, ich sag 8. Ich find's gut. Aber Leute, eine letzte Sache haben wir noch, und zwar Currywurst. Wir haben noch zwei Sachen. Zwei Sachen haben wir noch. Currywurst. Wir haben sogar noch drei Sachen. Currywurst aus der Dose haben wir noch. Das essen wir jetzt auch. Wir haben noch einen Schokoladenkuchen. Oh, stimmt. Wir haben also noch... Ich muss das schon sehen. Das ist einfach eine Bockwurst. Okay, aber ich würde sagen, wir probieren's, ja? Ja. 3, 2, 1. Dann nehmen wir Platz. Boah, ganz ekelhafte Konsistenz. Antonia? Wäre ich Soldat und würde eine Currywurst auf dem Plan sehen, würde ich mir denken, geil. Wenn dann sowas kommt. Also ich glaube, in der Situation, wo das gegessen wird. Klar, kann man nicht vergleichen. Aber schmeckt es in Potze. Ich finde, man kann es überhaupt nicht mit einer Currywurst vergleichen. Erstmal, das ist so ein normales Wiener Würstchen, keine Bratwurst. Und die Soße ekelhaft. Ist einfach eine Tomatensoße mit zu viel Essig irgendwie. Ne, nicht meins, Leute, nicht meins. Und dafür bezahlte Bund oder was weiß ich, Geld. Ja. Ja gut, andererseits... Da sind ja auch Stoffe drin, dass die übelst lange haltbar sind. Also wirklich, ich könnte mich jetzt im Keller einschließen, 10 Jahre lang mit diesem Essen und könnte überleben. Sollen wir mal machen? Oh, okay, Leute, beim Menü waren noch Getränke dabei. Das habe ich ja eben schon probiert, das Grüne. Was ist das hier? Boah, das sieht aus wie Gift. Das sieht sauer aus, Leute. Ich finde, das schmeckt sehr schwach. Probier das mal. Das schmeckt genau wie dasselbe, nur ein Ticken säuerlicher. Ja, dann wird das hier irgendwie mit Zitrone sein oder so, ne? Ja. Wie, heiße Zitrone? Ja. In Zitrone. Kalt. Ja. Ja, schmeckt aber gut. So, Leute, die letzten zwei Sachen haben wir jetzt am Start. Bitteschön. Wir haben einmal... Oh, das sieht aus, warte, ich will zeigen. Das sieht aus, hätte man es eben mal ausgekotzt. Da ist ja Flüssigkeit drin. Hallo, ich bin doch davon. Aber ist okay, ne? Ich schmeck wie ein Bergenmüsli. Ja, dann ist doch cool. Und eine letzte Sache haben wir noch. Schokokuchen, Leute. Da kennst du ja mit aus. Isst ja fast jeden Tag nach dem Aussehen zu Wort oder so. Willst du mal kurz aufmachen? Das wäre nett. Weil hier mit Kamera in der Hand ist schwer. Sieht jetzt nicht komplett geil aus, aber... Ist der flüssig in der Mitte? Ne. Ja, flüssig in der Mitte und dann 34 Jahre haltbar. Der ist sehr prüde. Prüde? Wie heißt er nochmal? Streusig. Streuselig, egal. Probieren einfach. Ihr seht's, Leute, hier kurze... Ein sprühtes Streusel hier. Doch, der ist gut. Mhm. Oh, lecker. Aber ich mach Diät, ich kenne meine Grenzen im Gegensatz zu meinem Papa. Lass dir schmecken, ne? Ich kann doch noch vertragen im Gegensatz zu dir. Leute, ich würde mal sagen, das war's mit dem heutigen Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ja gerne einen Daumen nach oben. Schaut gerne beim Instagram von meinem Papa vorbei. Macht gerne Werbung. Abonniert. Oder würde ich sagen, wir sehen uns morgen beim nächsten Video. Rein. Macht's gut und peace. Ciao. The A40 TR headset straight out of the box. It comes fine tuned for gaming. It uses Astro Audio. Okay, Leute. Standard-Skin nehmen wir nicht mehr mit rein, weil das wird zu lang. Das wird Safe-Call zu lang. Muss allgemein mal ein bisschen zurückstecken. Vielleicht tue ich danach noch ein Video aufnehmen, wenn es mir noch reicht. Obwohl ich denke, nee.
Das wird mir nicht mehr reichen, safe nicht mehr. Egal. Dann nehme ich das morgen auf. Ich bin am Start heute mit einem neuen Livestream, Leute, und ich habe unnormal Bock. Wir werden heute einige geile Sachen machen. Vielleicht wird ja sogar ein neues Fortnite-Update kommen. Und ihr seht schon, Leute, die Kamera steht hier neben. Und das hat einen besonderen Grund, warum sie hier steht. Den zeige ich euch gleich, Leute. Und zwar soll ich euch zeigen, was ich mir geholt habe. Soll ich euch zeigen, deswegen habe ich die Kamera auch umgebaut. Ich bin gehypt, Leute. Das Ding ist, ich hatte es schon hier gehabt. Aber ich, Idiot, hab's einfach vergessen, dass ich das bestellt habe. Ich wollte es eigentlich schon in den letzten zwei Streams aufmachen. Und ich habe das Paket aber nicht aufgemacht. Ich habe einfach das Paket in die Ecke gestellt und hab's dann einfach vergessen. Heute habe ich dran gedacht, Leute. Kaffee. Und ihr habt's gefeiert. Wir werden heute nämlich wieder auf Goldjagd gehen, Leute. Ich habe übertrieben, Leute. Ich habe wirklich übertrieben. Leute, das sind diese Dinger. Guckt euch das an. Wo man nach Gold graben kann. Ihr seht, ich zeige das euch einmal kurz. Leute, einfach Goldgräber-Skill. Ich habe euch gesagt, ich gehe auf Goldjagd. Und zwar hier seht ihr, was alles drin sein kann. Und hier, warte mal, hier Goldnugget, Leute. Da könnte ein Goldnugget in diesem Stein drin sein. Also echtes Gold. Hier sind noch andere Steine, die sind aber alle uninteressant. Juckt keinen. Ich will hier dieses Goldnugget haben, Leute. Das ist Real Talk so. Es sind Goldnuggets in diesen Stein drin. Ich habe halt übertrieben, ein bisschen viel gekauft. Ich habe halt noch so ein Paket. Leute, wollen wir ein, zwei aufmachen? Komm, wir werden im Laufe des Streams, ja, ab und zu mal ein, zwei Dinge aufmachen. Okay? Und mal gucken, was drin ist. Mal die Kamera. Standi, Digga. Hier ist das Gold. Ist geil, ne? Das ist der erste Goldklumpen. Gut, Leute. Ich würde sagen, wir haben unser Werkzeug auch drin. Ja, das ist ja jetzt natürlich Jackpot, ne, Leute? Werkzeug ist auch da. Wenn wir direkt aus der The A40 TR headset straight out of the box. It comes fine tuned for gaming. Use an Astro Audio V. Erste Kiste Gold ziehen würden, das wäre babamäßig. Das Einzige, was immer ist bei den Dingern, die machen übelst Dreck. Letztes Mal, als ich das gemacht habe, war mein ganzer Schreibtisch voll. Das wäre jetzt natürlich geil, Leute. Wenn wir im ersten Ding Gold hätten, dann rennt er. Dann ist Stream direkt off. Sag ich euch so, wie es ist. Dann machen wir jetzt Stream aus und dann werde ich erstmal Gold einschmelzen gehen. Ab geht's, Leute! Let's go! Ey, guck mal, dieser Hammer, ne? Ich weiß nicht, warum die diese Hammer reingepackt haben. Was soll ich mit diesem Hammer machen? Hier, was soll ich mit diesem Hammer machen? Das ist der größte Scam-Hammer. Der Hammer ist Müll, Leute. Einfach hier, Trick 17. Einfach mit dieser Schaufel da rein in die Olga. Boom. Einfach hier so ein schönes fettes Loch rein. Ja, das musst du ins Wasser tun. Ja, genau. Ich mach das jetzt ins Wasser, dass mein ganzer Schreibtisch danach nass ist. Das ist natürlich eine sehr, sehr gute Idee. Nee, wir machen das jetzt hier so auf meine Art, Leute. Oh! Oh! Ich sehe was. Ist das Gold oder ist das Scam? Ich habe schon den ersten Stein gefunden. Darum müssen wir hier... Aber ich glaube, das ist ein Scam-Stein. Das ist scheiße. Boom! So, ich mach mal das Ding hier rein, da. Boom. So, Leute, erster Stein ist raus. Leute, was ist das für ein Stein? Guck mal. Das ist ein... Nee, warte mal. Das ist hier, Leute. Das war drin, kein Gold. Das ist schon mal scheiße. Das ist ein... Butterjade ist das. Das ist ein Butterjade. Was ist denn das für ein Scheiß? Das ist schlecht, Leute. Butterjade ist schlecht. Wir legen die mal hier an der Seite hin. So, ein Mod dürfen wir jetzt aussuchen. Wer ist von den Mods da? Der dürfte eins aussuchen, wo Gold drin sein muss. Eins, zwei oder drei. Welches soll ich nehmen? Wo ist Gold drin? Ein von den Mods bitte einmal. Okay, Sophie hat zuerst reingeschrieben. Drei. Also eins, zwei, drei. Das. Ist hier Gold drin? Wird hier Gold drin sein? Ich hoffe es. Sophie hat gesagt, hier ist Gold drin. Dann machen wir das jetzt auf. Gar kein Problem. Boom. Werkzeug nehmen wir direkt hier vom... Das ist so der Müllberg. Hier mache ich den Müll rein. Mal gucken, ob Sophie recht hatte. Ey, Leute, ich habe geguckt, ne? Das gibt noch so eine Teile mit echten Diamanten drin. Boah, auf die hätte ich unnormal Bock. Aber die habe ich nirgendwo gefunden, dass man die kaufen kann, Alter. Überleg mal, du hast da so einen echten Diamanten drin. Boah, wie geil das wäre. Hier machen wir so einen Sandhaufen hin. Oh! Oh! Ja, das sieht aber nicht nach Gold aus, Bro. Mal gucken, was Sophie hier für einen Schmutz gezogen hat. Boom! Guckt euch das an hier. Durchbruch. So, Leute, das ist unser zweiter Stein. Ey, ich frage mich auch, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir da Gold ziehen. Komm mal raus jetzt hier, du Hund. Was ist das für ein Stein?
The A40 TR headset straight out of the box. It comes fine tuned for Leute, gefühlt, in wie vielen Videos hatten wir dieses Dings, hatten wir diese Werbung noch drin? Ich meine, die meisten habe ich noch nicht hochgeladen, aber das Ding ist, ich lade immer zwei Videos für euch auch täglich hoch und so weiter und ich muss eigentlich auch jetzt früher oder später noch die Videos für euch hochladen, weil das Ding ist, es ist schon relativ spät und ich sollte auch nicht mehr so lange rumeiern. Es ist auch jetzt das letzte Video, was ich drehe, den Rest mache ich morgen noch, was heute rauskam, weil das Ding ist, ich kann auch nicht alles produzieren und so weiter. Den Rest mache ich morgen mit den neuen Videos, wo noch dazu kommen. Jo. Ist ja selten. Was sagt ihr, Leute? Boah, guck mal hier. Einfach das Gerätchen kaputt fast hier. Das ist ein... Guck mal, Leute, das ist ein... Das ist der Goldnugget, Leute. Das ist der Goldnugget. Das sieht aus wie ein Stein aus meinem Garten, Alter. Also ich würde sagen, das ist der hier oben. Picasso Jaspis. Oder? Der hier oben ist das. Das ist total der Scheißstein, muss ich ehrlich sagen. Da finde ich den hier geiler, den hier. Tja, Sophie, hast du absolut den schlechtesten Stein gezogen, den wir ziehen konnten. Welcher auch, glaube ich, geil aussehen würde, ist der hier. Der hier, ich glaube, der sieht auch noch ganz nice aus. Weil der so bunt aussieht, so gelb, schwarz, so, das sieht bestimmt nice aus. Mal gucken. Okay, der nächste Mod darf ziehen. Juju ist auch da, dann Juju, wähl einmal aus, komm. Wähl einmal 1, 2, 3, 4. Okay, Trina hat zuerst reingeschrieben, Juju ist langsam. Ja, zweimal Tim und Trina haben 2 gesagt. Okay. Dann die Nummer 2, Leute. Hoffen, dass hier was drin ist. Drückt die Daumen einfach. Alle sagen 2. Ja, okay. Könnte was Gutes heißen, dass hier auch wirklich Gold drin ist. Boah, hier ist ja alles voller Sand, ne? Da ist nichts drin. Woher willst du das wissen, hä? Ich mach dir einfach von unten auf. Ich glaube von unten. Guck mal hier, von unten ist sogar noch einfacher. Oh! 2 Stunden später. Ne, hier von oben ist schneller, Weil das oben dünner ist. Ja, das ist doch Rotze. Brauch neues Werkzeug. Ja, holen wir aus dem nächsten raus. Ne, Leute? Krieg 17 wieder. Stadi haut gefühlt 100.000 Mal daneben. Wir sind durchgebrochen. Ich will nur einen Rotzstein. Da rein. Oha! Oha, okay, warte mal. Boah, die muss ich mal kurz abwaschen gehen, Leute. Müssen die echt alle mal abwaschen, Leute. Oha, Leute, das ist ein geiler. Das ist ein roter Aventurin ist das, Leute. Ein roter Aventurin. Da unten der hier. Geil, oder? Der sieht schon ganz nice aus. Okay, ich würde sagen, Leute, wir machen noch 2 auf. Und ich glaube, da wird Gold drin sein. Die Mods dürfen nochmal auswählen. Der erste Mod, der reinschreibt. Ja, ich glaube, einer kostet... Ein Ding kostet 5 Euro oder so. Also das ist übertrieben teuer, Leute. Macht das nicht zu Hause nach. Juju hat gesagt, Chuchup hat gesagt, 1. Okay. Ey, ich sag euch, Leute. In dieser ganzen Packung, die ich hier habe. Hier. Die hier. Da ist doch safe einmal Gold drin. Einmal wenigstens. Das wäre schon für mich eine gute Ausbeute. So, win, nimm mal ein neues Werkzeug raus. Kaputt. Okay, Leute. Ah ja, Leute. Rest morgen fertig machen. Müll. Ja, den haben wir schnell rausgezogen, Leute. Das muss ich morgen fertig machen. Guck mal, Leute, die Frage, die ich mir stelle, ne? Wenn ich einen Stein finde, heißt das denn, dass da kein Gold drin ist? Oder könnte es auch sein, dass hier trotzdem noch was drin ist? Das weiß ich halt nicht. Ich mach mal hier auch nochmal kaputt. Könnte sein, nee, kein Gold. Okay, also das ist nur... Oh, scheiße. Nicht, dass wir jetzt die Dinger... Gold ist einer Karte eingepackt, fast so groß wie der Block. Also wenn da Gold drin ist, ist da ein kleines Buch drin und kein Stein oder was? Nee, ich glaube, dann ist nur, da ist kein Stein drin, ne? Ja. Ja, also die Mods hatten bisher leider kein Glück gehabt, muss ich sagen. Deswegen, Leute, werde ich jetzt einen auswählen. Ich nehme den hier. Ich nehme den, Leute, ich nehme den. Ich glaube, hier ist was drin. Ich sag euch ehrlich, da ist was drin, safe. Safe. Macht das mit Wasser? Ja, warum? So geht doch mega schnell, was wir hier machen. Wie soll ich jetzt hier am Schreibtisch Wasser hinbekommen? Denkt ihr, hier ist ein Wasserhahn um die Ecke oder was? Denkt ihr, hier neben Dings ist ein Wasserhahn, Leute? Neben meinem Schreibtisch? Nee. Einfach Golddigger geworden. Ja, ich glaube auch einige, dass einige einfach Auge machen im Chat. Das wird einfach das Problem sein. Da ist meist so ein kleiner Krümel drin. Ja, aber dieser kleine Krümel, damit werde ich Plus machen. Den werde ich verkaufen. Bitte, Leute. Oha! Bisher kein Stein, Leute. Bisher... Nein. Oha! Ein Grüner! Leute, ein Grüner. Das ist ein... Butterjade ist das wieder. Haben wir schon. Müll. Ich nehme direkt den hier. Wasser in die Schüssel geht schneller und macht nicht so viel Dreck. Sollen wir das mal Wasser in der Schüssel ausprobieren, Leute? Wirf ins Aquarium.
Ja. Ja, okay, wartet. Oh Mann, ihr nervt, Alter. Ihr nervt mit eurer Okay, lass mich dir mal ganz kurz zeigen, wieso der Verkäufer, ja, von diesem Produkt hier über 15.000 Dollar. Scheiße. Also Leute, auf jeden Fall, ich tu morgen noch den Rest machen. Da wird auch wieder so. Da werde ich auch noch. Beziehungsweise heute, wir haben ja schon nächsten Tag. Ich werde heute noch den Rest drehen, auf jeden Fall. Dann wird auch noch, keine Ahnung. Nur mal gucken. Heute noch vielleicht noch ein paar Videos noch drehen, falls heute noch mal krass Videos zusammenkommen. Ich will auch nicht immer dasselbe machen und so weiter. Vielleicht habe ich auch heute einfach gar keinen Bock und lade erstmal die vor, die ich schon mal für. Lade ich schon mal die mal hoch, die nächsten Tage, die ich für euch vorbereitet habe. Ganz einfach. Bumm. Wenn das nicht funktioniert, ja, dreh ich durch, Alter. Wirklich jetzt, dreh ich durch. Stein, wenn ihr mir wieder irgendeine Scheiße erzählt, so, jetzt muss er einmal die Pisse hier wegräumen. Super. Warte, jetzt räume ich erstmal das weg. Zwei Stunden später. Jetzt ist hier alles voll, Digga. Alles voll mit dem Scheißsand. So, also ihr sagt jetzt, das geht besser in Wasser. Okay, da bin ich jetzt mal gespannt. Da bin ich jetzt wirklich gespannt. Ja, passiert doch nichts. Was? Ich hab euch verarscht. Ich hab die Folie noch drum. Tastatur nass, alles wird nass. Super, super Idee gehabt wieder hier. Oha! Oha! Oha, das geht viel besser, Leute. So ein Butterdiamant wieder, Butterjade. Ey, das geht echt gut, Leute. Und da können wir dann auch auf Nummer sicher gehen, dass da nichts anderes drin ist. Einmal hatte der Chat recht. Einmal von so vielen Sachen, wo ihr Scheiße geschrieben habt, hatte der Chat jetzt einmal recht und ihr feiert euch dafür. Ich probiere das mal mit einer Hand zu machen, Leute, dass ihr es besser seht vielleicht. Guck mal hier. Das ist wie Sand. Oh, ich dachte gerade, Leute. Nein. Ja, das ist schon wieder so ein Butterding. Bin ich hier Butterkönig oder was? Bin ich ein Buttergolem oder wie? Aber das ist ja schon wieder Cheaten, Leute. Ich sag ganz ehrlich, Leute. Das ist schon wieder. Das ist doch schon wieder unfair. Im Wasser. Guck mal, wie sich das auflöst. Butterskill geworden. Das ist wie? Das ist wie Dings. Leute! Leute! Es ist Gold! Wir haben Gold! Niemals, Digga! Niemals! Wir haben Gold! Was? Never ever! Ich check's nicht! Was? Bro! Das im Livestream, Leute! Das, yeah, guckt euch das an, das ist Gold! Niemals! Ey, das müsst ihr ganz vorsichtig rausmachen! Stani, laber doch nicht! Oh Mann, Leute. Wir brauchen Werkzeug. Leute, genießt diesen Moment. Es ist Real Talk, es ist Gold. Ey, Kamera, mach das schärfer. Warte, Leute, ich mach das mit der Kamera besser. Guckt euch das an, Leute. Hier ist der erste Stein mit Gold drinne. Seid ihr bereit? Ey, ich kann's nicht glauben, Leute. Ich sag euch ehrlich, ich hätte niemals gedacht, dass wir Gold ziehen. Und jetzt ziehen wir wirklich Gold. Jetzt ziehen wir wirklich Gold. Vorsichtig, Leute. Das müssen wir vorsichtig freiarbeiten. Mit Gefühl muss das gemacht werden hier. Ey, ich bin echt gespannt. Ey, wir haben Gold gefunden. Ich glaub's. Guckt euch das an. Ganz unten ist das. Ganz unten haben die das gemacht. Endlich Rente. Endlich. Oh, es fällt schon auseinander. Oh, Leute, das letzte Stück. Das letzte Stück. Leute, das müssen wir aufmachen. Ich gehe das mal abwaschen. Oha, Alter. Oha. Leute, ich gehe das abwaschen. Ich live hier. Also, das ist krank. Zwei Stunden später. Ich kann's nicht glauben, Leute. Wir haben Real Talk. Warte, ich räume die Scheiße jetzt hier weg. Dann machen wir es auf, Leute. Ich räume jetzt die Scheiße hier weg und dann machen wir das Ding auf. So,
Seid ihr bereit, Leute? Seid ihr bereit? Zeigt doch mal die Leute, die gerade eingeschaltet haben. Wir haben gerade aus dem Secret Goldstein, wo man hier alle möglichen Steine ziehen kann, als extra ein Goldklumpen, kann man Gold rausziehen. Das werden wir jetzt aufmachen. Digga. Oha, guck mal, das ist die so richtig eingepackt, Leute. Seid ihr bereit? Ich wollte gerade sagen. Bro, was? Ist das? Reines Gold. Hier steht noch. Warte mal. Reines Gold. Das ist 999, Leute. Reines Gold. Reines Gold. 999er. Damit haben wir jetzt offiziell die Rente. Hier ist es. Digga, das war nicht deren Ernst, oder? Einfach Popel rausgezogen, Leute. Aber ich sag euch ehrlich, Leute, was ist das wert? Das ist schon schwer. Also man merkt schon, dass das wirklich echtes Gold ist, ne? Man merkt es, dass echtes Gold ist. Krass. Zwei Stunden später. Stani hat sein Gold verloren. Ich such das nachher, Leute. Das ist doch schlecht. Digga, das ist so klein. Ey, wollen wir das mal wiegen? Aber dann müsste ich jetzt erst suchen, Leute. Wir könnten es wiegen, aber dafür muss ich das erst mal suchen wieder. Nee, das ist Dreck. Ich such das nachher. Ja, nimm kurz Staubsauger. Super. Scheiß drauf. Ich such das nachher. Ey, das ist irgendwo hingefallen. Ey, Leute, das ist so klein. Das seht ihr nicht. Ich muss das nachher suchen. Wie viel kostet die Box? Ja, lohnt sich nicht, Bro. Also als Beschäftigung, so für Kinder, so wie mich, ist das geil. Aber ansonsten lohnt sich die Box jetzt nicht sonderlich. Ey, wir haben Gold gefunden und jetzt ist das Gold weg, oder was? Kann doch nicht sein. Wir waren einmal kurz Millionäre gewesen. Ich such's nachher. Ich werde mal SU Bescheid sagen, dass wir Gold hatten. SU, wir haben Gold gefunden, Digga. Oha, du hast Gold gefunden, oder was? Ich hab Gold gefunden, aber es ist weg jetzt. Gefunden. Es ist runtergefallen. Du bist so ein... Und jetzt findest du das in deinem ganzen Müll nicht mehr, oder was? Bro, weißt du, wie klein das war? Ich bin enttäuscht von dir. Das war wie ein kleines Bro, Sandkorn. Du hast Gold gerade im Stream gefunden und du hast es fallen lassen. Bro, das war wie ein Sandkorn gewesen. Das ist nicht meine Schuld. Nein, ich bin enttäuscht. Ja, schade. Bro, ich war gerade kurz Millionär gewesen. Ja, siehst du, jetzt hast du selber Schuld. Jetzt musst du die Heunadel, die Nadel im Holz jetzt finden. Jetzt ist er kein Millionär mehr. Überleg mal, wenn ich da so 3-4 Goldklumpen rausziehe aus den Steinen. Oh mein Gott. Bro, dann bist du einfach Multimillionär, verstehst du das? 1 Gramm 50 Euro schreiben die Leute rein. 1 Gramm 50 Euro, Alter. Ja, wahrscheinlich, Bro. Das wäre ja oberteuer, aber gut. Auf jeden Fall, Leute, das alles, nicht das, Alter. Das und, ja, das hier. Das ziehen wir uns alles heute Abend. Das ziehe ich mir heute Abend rein, Leute, und mache darüber noch ein Video. Mit den Videos zusammen, die heute Abend noch kommen, Leute, weil, Leute, ich bin einfach komplett müde und ich sollte jetzt langsam auch mal pennen gehen. Muss nämlich morgen arbeiten, beziehungsweise heute arbeiten und, ja. Ist halt anstrengend, wenn man nicht genügend Schlaf hat, ne, Leute? Ist halt scheiße. Auf jeden Fall, Leute, ich hoffe, euch hat es wie immer gefallen. Gerne den Abo-Button und die Glocke aktivieren, um nichts dazu verpassen. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, wenn es euch gefallen hat, würde mich freuen. Und gerne auch einen Kommentar da lassen. Wie ihr wisst, ich lese mir die Kommentare immer gerne durch, Leute. Und schreibt euch auf, Leute, 13.8. werden wir hier auf dem Kanal. Werden wir auf dem Kanal, werde ich vielleicht ein Video, also an dem Tag kommen ganz normal Videos, wie man es erkennt, aber an dem Tag ist Kanaljubiläum, deswegen könnt ihr da auf Little Polaris ab, auf dem YouTube-Kanal Little Polaris vorbeischauen, Leute, auf meinem Kanal und euch da die neuesten Videos angucken, vielleicht auch ältere Videos und ja, Leute, aber ihr könnt auch an dem Tag abends oder spät nachmittags auch gerne in den Stream reingucken, Leute. Das werden wir uns angucken. Live im Stream. Little_Polaris auf Twitch, Leute. Wenn ihr da Bock drauf habt, würdet mich ebenso freuen. Und dann würde ich sagen, Leute, euch noch allen einen schönen Tag und bis zum nächsten Video, Leute. Bye.